So Leute, es tut mir wirklich leid, dass ich so wenig erzähle und so, aber es ist so ultra voll. Guten Morgen, Freunde. Ich bin jetzt aufgestanden, wir haben es jetzt 7:15 ungefähr. Um 8 haben wir so einen kleinen Brötchenservice, das heißt, uns werden sogar die Brötchen hier an den Campingplatz gebracht. Da kann man sich so welche bestellen, die man möchte. Ist natürlich etwas teurer als normal. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben gedacht, das gönnen wir uns mal. Und dann wird gefrühstückt und um 9 müssen wir dann auch auf der FIBO sein oder wollen wir gerne da sein. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. So, mit diesem schönen Ausblick hinter mir werde ich euch jetzt nochmal sagen, dass ich durch bin mit dem Duschen und dann holen wir uns gleich die Brötchen ab vorne in der Rezeption. Da wird nochmal eine Kleinigkeit gegessen. Ja, ich konnte euch das Bad jetzt momentan nicht zeigen, das werde ich aber nachher noch tätigen, weil es waren echt viele Leute da, also letztes Jahr war hier nicht so viel los, aber die sehen alle halt so aus, als wenn sie irgendwie auf die Messe wollen und so. Man hat es auch so gesehen ein bisschen und halt so in unserem Alter ein paar und so früh, das heißt natürlich schon, dass sie auf diese Messe wollen und deswegen, das kriegt ihr dann nochmal später zu sehen irgendwie, wenn ich die Chance dazu kriege. Und ansonsten geht es jetzt eigentlich quasi los. Slice ist hier. Wir sind jetzt angekommen, es ist ziemlich voll, ey. Das erste Mal so ein bisschen vor mehr Leuten sprechen. Komisch. Aber mal schauen, was wir jetzt hier so alles finden. Auf jeden Fall sieht es schon mal ziemlich geil aus, weil es so voll ist. Auch eigentlich diesen Schuh geil, weißt du, der so Zehen hat, weißt du, dass so deine Zehen hat. Mein Bruder hat so einen Sportwagen. Ja, ich würde den gerne mal anziehen, weil da sagen ganz viele so, sehr geile Trainingsschüsse. Es tut mir wirklich leid, dass ich so wenig erzähle und so, aber es ist so ultra voll und man muss sich hier einfach so viel auf andere Sachen konzentrieren. Und ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck und so, wie das hier abläuft. Ich werde noch mal ein paar Bilder aufnehmen und alles zusammenschneiden, was hier so geht. Und ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Nachher, wenn wir auf dem Campingplatz sind, werde ich noch mal ein bisschen was erzählen und ein bisschen euch den Campingplatz zeigen und auch ein bisschen was mit euch reden. Nur hier ist es echt super schwer, es ist super laut, wie ihr vielleicht auch hören könnt. Überall ist Mucke, ist super voll. Also verzeiht mir das, dass ich nicht so viel mit euch schnack, aber ich hoffe, ihr kriegt einen Eindruck, was hier so abgeht. Ist echt super heftig, super voll. Alle Karten waren ausverkauft. Ja, und ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß bei dem Video.
losgegangen. Machen eine kleine Pause, essen ein bisschen was. Mittlerweile sind wir 6 Stunden hier. Es ist jetzt 15 Uhr, oder kurz vor 15 Uhr. Ich hoffe, euch gefällt das Video trotz dessen, obwohl ich nicht so viel erzähle und so. Aber es ist einfach unmöglich, es ist so laut. Wir gehen jetzt gleich nochmal ein bisschen in den Gerätebereich und in den entspannteren Bereich. Vielleicht erzähle ich da nochmal ein bisschen was, wenn ich irgendwas zu erzählen habe oder so. Weil wir nehmen uns ein bisschen auf, wie wir irgendwie ein bisschen was machen da. Und ja, dann danke ich euch trotzdem, dass ihr dranbleibt. Und wir sehen uns dann später nochmal. So ein Virtual Reality Fahrrad aus. Mal gucken, wie das aussieht, wenn er da rumtrampelt. Kann man es schwerer stellen? Ach du Scheiße. Jawohl. Also jedenfalls hast du diese 3 Displays da. Und kriegst immer Punkte für, wenn du so Objekte anguckst. Und da hast du so eine Levelanzeige, wenn du schneller trittst und so füllt dich die halt mehr. Links hast du so den letzten äußersten Display, hast du so deine Zeit, die du fährst, deine Wattanzahl, deine Kalorien. Und dann fährst du immer so, zum Beispiel am Anfang Kopfsteinpflaster, fährst du an so einem Hafen lang. Ja, wo bist du so schnell geradelt? Das war bergauf, Junge, das wird dir auch abschreckt, da musst du da voll treten. Und dann geht das so richtig steil runter, so eine richtig scharfe Kurve und das kribbelt so im Bauch. Das ist wie eine Achterbahn gewesen. Richtig krank. Also ihr seht, hier gibt es auch Sachen, die Spaß machen und irgendwie mal was anderes als Fitness. Und man kann ja einiges ausprobieren. Es gibt verschiedenste Hallen mit irgendwelchen Sachen, die man probieren kann und machen kann. Ihr habt das ja wahrscheinlich alles gesehen irgendwie im Vorfeld. Und macht echt Spaß. So Freunde, jetzt kommt auch der Abspann, weil wir sind jetzt zu Hause mittlerweile schon ein bisschen länger her, weil wir noch Sachen besorgt haben zum Grillen und so. Jetzt grillen wir noch eine kleine Runde und es ist schon so dunkel, dass ich jetzt mal wieder nicht geschafft habe, den Campingplatz hier irgendwie zu zeigen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Morgen schaffen wir es auch nicht mehr, weil wir direkt zur FIBO fahren und dann auch direkt wieder nach Hause von der FIBO aus. Aber ihr habt vielleicht eine Kleinigkeit gesehen, ihr habt die Lage gesehen, also ich denke, das sagt schon alles aus. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, Abo dalassen, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein!